Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land. Im Mikro Classic Format. Das heißt, wir spielen es durch, wie auch die anderen Spiele. Und das Spiel war auf Platz 2 der Umfrage auf meinem Kanal. Nachdem es Schneewittchen am Ende doch noch überholt hatte. Und ja, wir starten auch direkt rein, ne? Denke ich mal. Warum wir lange warten? Wir spielen den DX-Patch. Also, das seht ihr direkt. Ja, das Spiel kam am 21. April 1989 ursprünglich für den Nintendo Game Boy heraus in schwarz-weiß, beziehungsweise schwarz-grün und unter der Leitung von Nintendo von Gunpei Yokoi und sein Nintendo R&D One Apartment da quasi, Entwicklungsabteilung. Ja, das ist der Erfinder des Game Boys tatsächlich und des Steuerkreuzes, des D-Pads. Und ja, der DX-Patch ist von jemand namens Torutz. Der hat da hier ordentlich Arbeit geleistet. Ich finde nur den Mariusbreit ein bisschen zu groß. Der ist halt gar kein Vergleich mit dem Original, ne? Da war er noch so relativ klein. Mir ist das Spiel eben abgestürzt, deswegen würde ich besser ein bisschen schneller kommentieren. Ja, so ganz einwandfrei funktioniert der Patch auch nicht. Der ist mir eben einmal abgestürzt, leider. Genau nach dem Stern hier. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich hab es so gut erklärt. Kennt ihr das? Man erklärt sowas so gut und dann plötzlich darf man es halt komplett nochmal vorne machen. Das ist immer richtig gut, ne? Ich weiß. Da sind wir alle ein richtig großer Fan von. Ich habe vergessen, die Röhren abzuchecken. Zur Story. Man soll hier Prinzessin Daisy retten, nicht Peach? Nee, man rettet Prinzessin Daisy, Sahara-Saland oder wie es auch immer heißt. Ich hab keine Ahnung, Mann. Und dafür muss man hier überall durchreisen. Durch die ganzen Lande. Es ist nicht das Pilzkönigreich, also. Ja. So, und hier kann man irgendwie die Münzen auch noch irgendwie so holen. Wenn man es schafft, da reinzuschießen. Ich bin jetzt nicht da unbedingt dabei, jetzt alle Münzen zu holen. Also, ich werde das nicht irgendwie 100%, also ich bin einfach nur froh, wenn ich das Spiel durchspiele und durchschaffe vor allem. So, jetzt würde ich gerne hier da reinkommen und das ist jetzt hier, für die Leute, die es nicht wissen, unten normaler Exit, also normaler Ausgang und oben so eine Art Bonusausgang, wo man hier noch so ein bisschen eine Art Minispiel bekommt, ne? Man kriegt dann hier nochmal extra Leben und so weiter dazu und das ist halt im Grunde das Spiel. Mit den DX-Patch natürlich in guter Farbe. Die Super Game Boy Farbe, wo es bei Nintendo Online spielen könnte, ist natürlich nicht gegeben. Ach, und was das habe ich vorhin schon erwähnt. Was natürlich nicht hier aufgenommen wurde, beziehungsweise wo das Spiel abgestürzt ist. Diese Version mit dem DX-Patch könnt ihr nicht von Nintendo spielen. Das sollte man erwähnen. Weil das von einem Fan gemacht wurde, wie schon gesagt. Und das ist halt der Grund. Das darf man nicht vergessen zu erwähnen, weil nicht, dass ihr enttäuscht werdet, wenn ihr bei Nintendo Online kauft. Und das Spiel dann nicht dasselbe Spiel ist, was ich hier spiele. Nee, dafür müsst ihr die ROM auslesen. Und, das Spiel patchen. Ja. Der Patch. Also, der Creator, der die Patch gemacht hat, ist verlinkt. Also, könnt ihr euch da machen. Ich werde euch keine Anleitung geben, wie ihr die ROM patcht und so weiter. Das darf ich nicht zuständig. Ich wollte es nur mal erwähnen, woher ihr die Patch bekommt. Und, ja. Das kann ich euch soweit verlinken. Ja, das war zum Groben zu dem Spiel schon. Es ist natürlich hier sehr minimalistisch, wenn man halt Super Mario 1 schon gewohnt ist, weil das Spiel ist natürlich nicht so krass wie Super Mario 1 so abwechslungsreich, weil es verwendet doch schon ziemlich häufig wiederkehrende Elemente, also Elemente, die halt schon mal benutzt wurden. Sieht man erneut immer wieder. Sowas kommt so häufig vor, weil man es ja auf den Gameboy anpassen muss. Man hat nicht viel Speicher. Ich glaube 40 KB. Es ist nicht mal eine MB passend auf eine Gameboy-Cartridge. Also es ist wirklich sehr minimalistisch gehalten für den Gameboy. Aber man ist es trotzdem, trotz dieses Minimalismus, ist das Spiel halt super gut, ne? War es nicht irgendwie so, dass man hier genau. Und ich will da versuchen, mal hochzukommen. Genau, ein Fahrstuhl. Ein Secret. Der eigentlich ziemlich merkwürdig ist, ne? Also für Mario-Verhältnisse finde ich den schon ziemlich komisch.
Ja, ich verbinde tatsächlich auch viel mit dem Spiel. Ich habe es damals als kleines Kind zum Geburtstag gekriegt für meinen Game Boy Color von meiner Tante. Die kam extra zu meinem Geburtstag im Garten. Wir haben damals im Garten gefeiert, daran erinnere ich mich noch. Oder ich weiß nicht, ob wir wirklich im Garten gefeiert haben oder ob es so nachträglich war. Ich weiß nicht. Wir waren auf jeden Fall im Garten, meine Tante kam. Und die hatte so einen Luftballon. Nicht mit Helium aufgefüllt, sondern getroffen. Sondern mit Luft aufgefüllt und an so einen Stiel oder so befestigt. Und da hat sie Gameboy-Spiele drin im Versteck. Zwei Stück oder drei, ich weiß nicht mehr genau. Und eins davon war Mario Land. Und der ist mir irgendwann im Garten geplatzt. Der Luftballon. Nein! Ich wollte nicht! Oh nein! Und der ist mir irgendwann im Garten geplatzt und ich wusste nicht, dass da Gameboy-Spiel drin ist. Meine Tante hat mir ja nicht gesagt. Die hat mir jetzt nicht gesagt. Ich war ein bisschen vorsichtig, weil ich dachte, der Koopa kommt runter. Ende vom Lied. Der Boden war ja auch ein bisschen nass, ne? Jetzt komm! Danke. Ende vom Lied war, die Gameboy, sie hat mir gesagt, dass da Gameboy-Spiele drin waren. Oder dass er da was, dass ich doch mal genau lieber noch mal gucken sollte. Okay, man kann da nicht so rein. Noch mal gucken sollte. Dass da was drin, dass was auf dem Boden liegt. Im Gras. Und dann lagen da Gameboy-Spiele. Und ja, ich habe mich sehr gefreut auf Super Mario Land. Es ist immer noch ein super Spiel. Wollen wir die besiegen? Ich meine, man kann da rüberspringen, ne? Ich glaube, ich sollte näher ran. Und ja, seitdem habe ich es ganz. Es ist natürlich irgendwann verschwunden, das Spiel, wie auch andere Spiele aus der Kindheit. Weil irgendwie durch Umzüge und so weiter, ja. Danke, der Mario. Oh, Daisy. Und sie sieht tatsächlich aus wie Daisy. Ich habe das DX-Patch, spiele ich zum ersten Mal, deswegen habe ich mir gedacht, okay. Wenn ich schon das erste Mal spiele, kann ich auch quasi mit euch neu erleben. Ja, brauche ich nun auch nicht, ne? Ich habe schon mal ein Farbpatch auf meinem Kanal gespielt. Aber das war halt nur Farbe geändert und das war sehr. Da war das hier Labergebiet, alles, Hintergrund, alles so relativ tödlich. Ja, ich weiß auch nicht, was das hier soll, ne? Wir sind von den Aliens hier gerade hergebracht worden oder so. Ich weiß es nicht. Haben wir uns ein Raumschiff geschnappt? Keine Ahnung. So, die Fischbones kann man natürlich nicht hier besiegen, oder? Ne, die sind ja schon tot. Die sind ja schon tot. Aber die freuen sich des Lebens. Ich finde die Musik immer sehr fröhlich hier, ne? Ich mag die Musik hier. Wie findet ihr die Musik? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. So. Ich weiß nicht, wie die Musik heißt. Ich vergesse die jedes Mal. Jackety Jacks, die spielt auf jeden Fall. Nee, Jackety Jacks ist das nicht. Das ist. Toll, das konnte ich auch nicht mehr. Ja, wenn man klein ist, kommt man da noch hin. Ich hätte mir doch. Ja, ich hätte doch. Ja, es bringt nichts, ne? So, hier. So, kurz so ausrichten. Ich glaube, man schafft es nicht. Irgendwie den Gummiball da durchzuschießen. Man muss aber mal warten, bis der Gummiball weg ist. Ach, verdammt. Eigentlich habe ich ihn da durchgeklippt. Na, erstmal ist dadurch. Jetzt noch da unten rein, das wäre super, ne? Ah, oh Gott, ne, komm, vergiss es. Auf jeden Fall verbinde ich viel, viel mit dem Spiel. Und man kann es immer mal wieder durchspielen, ne? Also, es ist jetzt auch nicht allzu schwer. Klar, vielleicht für die heutigen Kinder eventuell. Nein, bin ich doch gestorben. Bin einmal getroffen worden und da hat er den Sprung aufgefressen. Vielleicht für heutige Kinder eventuell nicht so, die mit 3D-Spielen gewohnt sind, nicht so zugänglich, mehr so zugänglich, wie es früher mal war. Ich meine. So. Vor allem hier hinter direkten Stern, ne? Hätte es nicht davor sein können. Ja, die Steuerung ist halt schon sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Und hier diese Dinger aus Super Metroid. Yay! Das ist aber sowieso sehr merkwürdig, ne? Habt ihr auch Spiele, wo ihr früher durchgekommen seid? So easy?
Und wenn jetzt heute eben heute kleineren Leuten, kleinere Menschen, sag ich mal, zum Spielen gibt, kommen die damit überhaupt nicht klar. So richtig überhaupt nicht. Erste Hürde, fallen sie ins Wasser. Ist so, ne? Ich würde den sehr gerne loswerden. Den kann man nicht loswerden, ne? Ja, doch, so geht's auch. Da ist unser Leben wieder. Sehr schön. Nein. Dann wollen wir den Bonusausgang mitnehmen. So. Ich weiß nicht, die Spiele waren früher natürlich immer im Allgemeinen auch sehr schwer. Also schwerer als heute. Aber ich finde tatsächlich, die heutigen Spiele sind alle mit Absicht irgendwie gefühlt so leicht, dass man gar nicht mehr denkt, dass man halt wieder nach früher zurückkehrt. Zu den Retro-Spielen. Dass die einen so unfassbar schwer vorkommen. Meine Güte, dieser eine Cooper hier. Normalerweise ist das ja so, dass man sich, wenn man sich an Röhren ausrichtet, dass man nicht getroffen werden kann, ne? Aber jetzt können wir wenigstens unten durch. Ja, na gut. Ich hätte trotzdem gerne wieder einen Pilz, ne? Oder diese eine Gummiblume. Und das war so eine sehr gefährliche Stelle hier, ne? Oh, die Steuerung ist sehr floaty. Guck mal, seht ihr das? Weil ich nicht so weit nach rechts drücken wollte, habe ich die nicht gekriegt. Die ganzen Münzen. So, ich muss aber jetzt leider erstmal alles abchecken hier. Weil ich mich doch ein bisschen nackig fühle. Oh. Na gut, wir haben zumindest einen Stern. Ich hätte ja schon lieber gern anstatt einen Stern ein Pilz, ne? Also, bin ich ehrlich. Ich muss halt extrem aufpassen, weil das Spiel kann wirklich sehr, sehr, sehr gemein sein. Aber habt ihr ja schon gesehen, ne? Ja. Und ich weiß auch nicht, wie es mit den Hitboxen ist, ne? Ja, da, ihr habt es gesehen? Habt ihr es gesehen? Man fällt da einfach ins... Man stirbt einfach direkt. Ich hab einen Gumba nur angeguckt und bin gestorben. Aber irgendwie wurde ich da gut rausgesetzt. Ja gut, den können wir vergessen. Ich wurde irgendwie gut rausgesetzt, ne? Ja, wie gesagt, die Hitboxen sind teilweise manchmal... Also, was heißt... Die sind nicht gut. Toll. Ah. Und abwechslungsreich das Spiel auch noch. Jetzt haben wir ein U-Boot, um schießen können. Das bringt immer... Ich weiß nicht, das macht mir immer sehr Laune. So ein bisschen Shooter im Up noch mit rein. Das war früher ein sehr beliebtes Genre. Ist es eigentlich immer noch. Zumindest unter die paar Fans noch. Die übrig gebliebenen. Nee, das haben früher viele Spiele gemacht. Kirby hat das ja auch, ne? Weil sowas. Weil es früher sehr viele Fans gab, die solche Spiele gespielt haben. Sind natürlich auch Entwickler, ne? Zum Fan geworden. Kann ich da einfach durch? Ich will die ja ungern erschießen, weil die. Ja. Ich hätte gerne wieder einen Pilz, ne? Ich fühle mich schon ein bisschen. Ich habe Angst. Ich meine, ich muss die Gegner, ich kann auch Pazifistisch spielen, ne? Mario! Da haben wir unser Leben wieder. Das Spiel muss auch wirklich mal jemand Pazifistisch spielen, ne?
Diese eine Kugel, die da extra hier rumfliegt, damit das überhaupt ein bisschen schwieriger ist, ne? Ich glaube, hier gibt's kein Bonusende. Aber immerhin haben wir Daisy gerettet. Oder? Oh, Daisy. Wir haben Peach schon ganz vergessen. Aber die ist ja ein Pilzkönigreich, also. Die ist nicht da. Und nein, das ist gar nicht Daisy. Das war irgendein Widerling. Sehr wie. Oh mein Gott, ich krieg nochmal 3 Leben. Ich finde Leben so wichtig hier im Spiel. Wenn man wirklich einmal in richtigem Flow ist und dann stirbt man. Jetzt sind wir auf der Osterinsel. Ja. Wir sind auf den Osterinseln. Kennt man, ne? Und wenn die sterben, manche Gegner hier, dann hört es sich so an wie oh, wie heißt das Pokémon nochmal? Kokuna. Auf dem Gameboy. Oh, ich mag die Musik hier, ne? Ich finde die Musik einfach im Spiel so toll. Schieß! Na. Oh mein Gott. Ich hätte gerne noch eine Feuerblume. Also beziehungsweise. Keine Ahnung, Gummiblume. Wo gehst du hin? Immer zu mir, ne? Ja. Zumindest auf dem Gameboy klang es immer so wie so ein Pokémon-Ruf. Wenn die Gegner hier ihr Leben verwirken. Weiß man nicht, warum man hier runter sollte? Ich bin jetzt groß, ich mach das mal nicht. Als kleiner Mario kann man sich durchfallen lassen und dann braucht man keine Angst haben, weil man einfach nur nach rechts drücken muss. Aber. Ja! Yeah! Jetzt haben die schon Arme und Laufen, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das Spiel ist. Das ist wirklich ein bisschen länger her, wo ich es gespielt habe. Das letzte Mal habe ich wirklich für den Kanal gespielt. Das ist jetzt schon auch ein paar Jahre her. Oh mein Gott, kann es mal aufhören? Soll ich den Sprung wagen? Oh Gott, ich hasse das. Ich hasse solche Sprünge. So, darf ich? Die kann man nicht töten, ne? Ja. Nee. Auch nicht die. Wie sie da laufen, weil. Machen sie ein Rennen. War es nicht so, dass wir irgendwie Felsen schmissen müssen? Genau, ja, hier so. Eine sehr merkwürdige Geschichte hier. Ich weiß auch nicht, wo die Felsen herkommen. Auf jeden Fall muss man die mitnehmen, sonst kommt man nicht über die Stacheln rüber. Unbeschadet. Aber irgendwann wird die Felsen wohl schmeißen. Weiß man eigentlich mittlerweile, wer die Osterinselköpfe gebaut hat? Da war man sich ja nie sicher. Ob man das mittlerweile weiß? Bin mir nicht mehr so. Ich würde es gerne wissen. Also, falls ihr es wisst, ob sich das Mysterium schon geklärt hat. Ja, gut gemacht. Yeah. Nein! Ich will dann nur nach oben. Aber manchmal ist die Spielmechanik so merkwürdig, weil einmal nur nach rechts drücken und schon. Und schon verkackt man. Da fällt man schon runter. Einfach ins Loch. So, jetzt haben wir hier schon Spinnen. Ein Pilz wäre schon. Ja, das wäre schon schmackhaft. Na, kommst du runter? Habt ihr eigentlich Angst vor Spinnen? Also ich ganz sicher nicht, also. Nee, ich nicht. Was bleibst du wohl hier? Hoppala.
Ja, so langsam merkt man halt, dass das auch ein bisschen schwieriger wird, ne, das Spiel. Was natürlich... Kann man da drauf stehen, da unten? Auf diesem Fitzelchen will ich nicht stehen. Diese Geräusche, die das Spiel manchmal von sich gibt, ne? Dieses dauerhafte Piep-Piep-Piep-Geräusch. Kann man vom Gameboy nicht so vor. Muss ich ehrlich sein. Endlich haben wir eine Gummiballblume. Auf den Moment haben alle gewartet. Es war natürlich absichtlich so geschossen, damit man sie trifft, ne? Um die Ecken. So. Komm du mal her, du. Komm du mal her. Ich war immer froh, wenn ich hier wieder raus war. Ja. Oh, der Hintergrund. Ich habe ihn immer geliebt und ich liebe ihn heute noch. So, geh weg. Zwei ganze Stück. So, komm. Na? Oh nein. Nein, 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 nein. Wenn man es gewohnt ist, dann kann man es hin. Aber ich... Oh mein Gott, ich hasse dieses Level. Ja gut, man startet halt wieder gut davor, aber... Man fällt hier einfach ins Loch, weißt du? Muss halt... Oh, bedanke schön, Alter. Ich hasse diese kurzen, knappen Sprünge. Wenn man einmal das Timing nicht hinkriegt, dann fällt man einfach. Man kann nicht nochmal irgendwie... nicht genug Zeit, um irgendwie... Man hat nicht genug Zeit, um irgendwie abzuspringen. Boah, diese Musik. Ich meine, ich liebe sie ja, ne? Ich bin Fan von so Mario Land Musik, aber nicht von der. Ich will einfach nur weg. Einfach nur weg hier. Ich habe das Gefühl, ich will da oben hoch. Oh ja, da will ich hoch. Ich wünschte, ich wäre nur halt noch nicht klein. Vielleicht kriege ich aber noch gleich da einen Pilz. Ja, alle sammle ich jetzt nicht ein. Nein! Oh Gott, ich hasse diese Röhren, Alter! Was ist mit den Röhren hier im Spiel los? Die schlucken einen ja regelrecht weg. Bei Mario Land 2 kam wenigstens noch relativ gut zurück. Nee, da warte ich nicht. Man darf nicht vergessen, dass die Dinger da ganz unten verschwinden. Ne? Man sollte da auf jeden Fall wieder schnell runter. Oh, ich liebe es. Wie man einfach einmal zu weit nach in eine Richtung gelenkt und schon fällt man ins Loch. Man hat wirklich. Man kann zwar schnell wieder zurück, aber das ist ja. Die Steuerung ist sehr floaty. Ja! Oh! Ich hätte jetzt schon gern wieder ein Power-Up. Ja. Das zum Beispiel hätte ich gerne. Oh, geh weg einfach. Geh einfach weg. Ich hatte Lust, das Spiel zu spielen, ne? Ich hatte Lust. Lust habe ich aber auch eigentlich immer noch. Ja. Ist mir egal. Ich weiß ja nicht, wie ich mich siegen soll, außer da zum Dings hinzukommen. Gut.
An die Bosse erinnere ich mich gar nicht mehr. Wirklich nicht, an den Boss erinnere ich mich überhaupt nicht. Danke dir, Mario! Oh, Daisy! Und sie war es natürlich schon wieder nicht, sondern einfach nur eine Spinne. Ja. Ich glaube, ich spinne! Ja, danke. Und jetzt sind wir im China-Land. Es ist halt ein herrliches Spiel, herrliches. Ja, danke. Hier kriege ich direkt wieder eine. Ich mag, die Musik mag ich zum Beispiel wieder. Die gefällt mir. War es auch manchmal hier. Hier gibt es Zombies. Die hüpfen. Die Shaolin Zombie. Dip, 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 dip. Und jetzt ist da oben nichts mehr drin? Doch. Wobei, das ist ein anderes Gebiet, oder? Nee. Wir bleiben am Anfang. Verfolgen wir einen? Ja, die verfolgen einen. Shaolin Showdown, kennt ihr das noch? Das lief damals auf RTL 2 oder so. Oder Super RTL? Nein, RTL 2. Und die stehen natürlich wieder auf, weil die sind ja schon tot, ne? Die sind ja schon dead. Man hat aber kurz Zeit vor den Ruhe. Man kann sie leider nicht hochsprengen. Ich würde gerne. Ja. Auschecken, ob da was drin ist. Ja, spring doch hoch, Mario. Ach ja. Schönes Spiel. Und auch gute Farbwahl bei den Zombies. Einfach grau. Kann man nicht Feuer. Doch, die kann man doch verbrennen. Läutern können wir sie mit der starken Feuerballkugel. Mit dem Feuergummiball. Komm, geh weg. Möp. Oh. Habe ich da gerade die Torpedo da weggemacht? So. Oh, habe ich schon besiegt. Irgendwas ist da runtergefallen. Habt ihr es gesehen? Da ist irgendwas runtergefallen. Ja, man hat ein bisschen. Man hat einen fairen Timer. Es ist schon fair. Es ist halt schon fair gemacht. Es darf aber auch mal ändern, so langsam. Gottes Willen. Es ist schon fair gemacht, sagt er. Leben nach Leben hier. Es darf wirklich mal enden, ne? Ja. Ich wäre ein absoluter Fan davon, wenn es immer enden würde. Ist okay, ja. Oh. Nein, dann kriegt man keinen Pilz hier? Warum springe ich? Warum ducke ich mich nicht? Bin ich eigentlich komplett plemplem? Irgendwas ist da gerade unter mir runtergefallen. Ja, lauf! Und das will ja halt natürlich kurz vom Ziel, ne? Ja. Okay, wir kriegen immer die Feuerblume, wenn groß. Marios Sprite, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so unbedingt das Geilste. Ne? Also ich finde, hätte er den Original lassen können. Weil der ist schon ein bisschen groß. Und ich weiß nicht, ob sie, ob,
Und ich weiß nicht, ob sie Marios Hitbox angepasst haben. Also der Hackersteller. Weil ich finde den schon ein bisschen zu groß. Ja, der... Achso, ja, ich habe vergessen, dass die explodieren. Und jetzt muss ich natürlich unten durch, ne? Das ist die Belohnung, von der sie gesprochen haben. Ja. So ein Mist aber auch. Alter. Ich warte den ab, den Gumba. Den warte ich ab. Oh nein, Alter, ich bin doch da. Da ist nach oben ginge, donnert und dann. Und. Da darf mir alles. Alles von vorne wieder, Alter. Oh mein Gott, ich liebe dieses Level. Wenn jemand von Liebe von Super Mario Land spricht, dann meinen die meisten immer nur das erste Level. Was ist mit diesem Gumba los? Ich sag's ja, die Gumbas sind die gefährlichsten. Die gefährlichsten im Super Mario Land. Weil die Hitboxen einfach über die Kante hinausgehen von denen. Was ist mit denen los, Alter? Geh da runter! Ich schwöre es, diese Gumbas sind dazu die Hölle. Ja, jetzt hat die Angst vor dem Gumba! Wieso sterbe ich hier so leicht? Marios Hitbox ist viel zu riesig, man weiß nicht, wo die anfängt und wo die aufhört. Ah. Nein! Wieso ist da... Ich will nicht mehr! Was ist denn das hier für ein Kacke? Ja, cool, dass das Stern einfach durch den Boden fällt. Das ist das Beste, was es gibt. Braucht man nicht, ne? Kennt man ja. Sterne heutzutage, die sind alle so, ne? Die fallen einfach durch den Boden. Was ist denn dieses Spiel? Was ist denn dieses Level? Boah, ist das fies hier. Nein, geh weg, nein, geh weg. Nein, 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 nein. Wirklich nicht. Eieiei. Immerhin kriegen wir zwei Leben wieder, nicht die wir verloren haben. Na, wir haben viel mehr verloren, ich weiß. Und yay, schießen! Ja, nun, ne? Ist das nicht schon das letzte Level? Ich hab keine Ahnung. Wirklich nicht. Sind das Fische im Flugzeug oder was ist das? Den kann ich nicht treffen. Nein! Oh Gott! Flieg doch nicht mehr dahin, wo ich bin! Meine Güte! Sind wir bald da?
Würde mir wünschen. Yay, Münzen! Okay, ich hoffe, wir sind bald da. Beeilung! Und nochmal dieselbe Chose. Ja. Weiter runter kann ich auch nicht. Sieht deswegen, finde ich den Sprite auch ein bisschen zu groß. Weil es einfach gar nicht zum Rest des Spiels passt. Jetzt kriegen wir... Ja, toll, danke für die Faust. Warum auch nicht? Nee. Die Wolke. Ach, cool. Danke, danke. Wirklich. Danke. Ich war auch immer ein Fan von den Fäusten hier am Ende. Wenn man einfach nur spammt, dann kann man eigentlich gar nicht verlieren. Weil man eigentlich nur den Vögeln ausweichen muss. Wurde ich trotzdem getroffen. Oh nein. Danke, gut, wirklich cool. Cool, cool. Ja. Dass man hier auch nur einen Pilz kriegt, ne? Nicht die nicht bessere oder so. So. Ich würde gerne ohne. Ach nein. Tatanga, also das Alien hier nach, ist gar nicht so schlimm. Ich habe halt unser Pattern nicht mehr raus. Ich darf jetzt halt nur nicht getroffen werden, ne? Der ist nicht so schlimm, wie er aussieht. Ja. Vier, drei. Oh, Daisy. Daisy. Danke dir, Mario. Hier, oh. Oh, lass mal das nicht Luigi sehen, ne? Deine Quest ist vorerst zu Ende. Und jetzt nimmt er sie. Und dann kriegt Mario von ihr ein Riesenschloss geschenkt. Darum geht's in Teil 2 denn. Aber lass sie erstmal ins Weltraum fliegen, oder? Mit einer Rakete. Wie Mario auf angibt, ne? Das hat er sich von Prinzessin Peachs Geld finanziert. Eine Hobbyrakete. Ja. Was soll ich zum Spiel noch sagen, außer dass ich es wirklich... Ich liebe dieses Endelied hier, ne? Oh mein Gott, ich liebe es so. Es ist halt wirklich ein gutes Spiel. Wenn man bedenkt, für ein Gameboy raus. Ein Gameboy-Spiel, das ist der erste Handheld-Gerät. Noch weniger Platz auf der Cartridge als noch auf den NES. Und dann von jemandem gemacht, wie Gunbei Yokoi, der halt eher so fürs Händische ist, wie zum Beispiel sein Greiferspiel. Also er war noch sehr spielzeugbedacht. Und er hat diese Welt noch mit die ganzen Videospiele noch mit Spielzeugen verglichen und so weiter. Also so denke ich das, weil er halt auch wirklich, viel mit Kinderspielzeug zu tun hatte und hergestellt hat. Deswegen denke ich, dass das halt auch schon was Besonderes war, dass der halt auch ein Videospiel gemacht hat. Ich fand es ein bisschen schwierig, jetzt auch als Kind, ja. Es ist ein bisschen knackig, aber jetzt halt auch nicht so übertrieben schwer. Ihr seht, ich habe das in nicht mal 40 Minuten durchgespielt. Gut, vielleicht weil ich auch ein bisschen geübter bin in Videospielen. Keine Ahnung, kann das natürlich sein. Ich bin jetzt auch nicht der Hardcore-Gamer. Und das war's. Wir haben noch eine Option, wo wir reingehen können. Da können wir Graphics zwischen New, Hard,
Habe ich aber auf hart gespielt? Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich denn die Graphics ändern? Ich kann nur wechseln. Hä, was, warum? Ich kann da nichts ändern. Ach doch. Ach, guck mal, sieh mal an. Das ist cool. Okay, das ist cool. Ihr seht da den Sprite links. Ihr könnt jetzt auf Old wechseln. Old. Ich habe auf Hard Mode gespielt, Leute. Ich habe auf Hard Mode gespielt. Okay, ja, deswegen war das schwer anscheinend. Das Sprite, mir gefällt der Original besser, der passt halt zum Rest des Spiels. Marios Neuer ist eigentlich viel zu riesig. Es macht nichts viel aus, wenn man es so anguckt, aber da ist schon halt eine Outline mehr um ihn herum. So, und wir haben natürlich auch Luigi. Wir können auch mit Luigi spielen. Wollen wir jetzt natürlich nicht. Klänglich in der ich. Normal? Hart? Wir machen mal. Komm, wir machen es mal so. Wir wechseln jetzt mal zu Luigi. Ja, das Sprite sieht halt wirklich bescheuert. Komm, wir starten einmal mit Luigi. Einmal also eine Testweise. Kann er höher springen irgendwie? Bin mir da nicht sicher. Ein Level machen wir mit Luigi jetzt hier. Und das sollte dann auch reichen. Normalerweise bin ich gewohnt, dass man von Gegnern abspringen kann, ne? Dass man von denen irgendwie wegspringt. Aber nö, man bounced einfach weg. So. Ja, sonst seine Palette wurde ein bisschen heller gemacht, ne? Das ist der gute Luigi. Aber jetzt höher springt, ich weiß es nicht. Ich würde erstmal sagen, erstmal. Ja, keine Ahnung. Springt er höher? Ich kann es wirklich nicht sagen. Ja, deswegen finde ich den Sprite ein bisschen zu übertrieben, ne? Die neuen. Durch die schwarzen Linien darum kommt ein noch dicker vor als ohnehin schon. Viel zu übertrieben. Ja, nun. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.